Tag 2 startet bei uns erstmal in der Küche vom Bus. Denn anders als im Hotel muss man sich hier ja selbst um das Frühstück kümmern. Aber irgendwie macht's auch Spaß. Habt ihr schon mal so eine große Bialetti gesehen? Ich erst, als mir es zu doof wurde, immer mehrere Kaffees zu kochen. Weil sonst, wenn wir mit Martin und Vicky zusammen sind, dann muss ich immer 2 bis 3 Mal ran und so geht es alles in einem Aufwasch. Ist aber übrigens zu zweit auch sehr praktisch. Dann ist man wenigstens munter in der Früh. Und so wird erstmal geschäumt und geschnippelt und dann gibt es auch gleich mal Frühstück. Ohne Milchschaum geht übrigens gar nichts. Auch wenn mein Milchschaum in größter Gefahr lebt, weil ich den einfach nicht in Ruhe genießen kann. Das ist unglaublich. Aber der wird immer geklaut und davor wird behauptet, nein, ich möchte gar keinen Milchschaum. Ja, ja, naja, was soll's. So ist das Frühstück wenigstens nicht langweilig. Und hier suchen wir gerade die Tour für den Tag raus. Mal sehen, was es so wird. Geplant ist auf jeden Fall eine E-Bike-Runde. Naja, wie ihr seht, haben wir nicht zu viel Zeit dafür verschwendet und jetzt wird auch schon fleißig weitergewuselt. Und gleich geht's los. Bing, schon ist er angezogen. Das war schnell. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video Lugano Tag 2. Und heute machen wir eine E-Bike-Runde. Gestern war Bio dran, heute eh. Morgen dann wahrscheinlich wieder Bio, unser Campingplatz. Das sieht schon süß aus. Also an sich finde ich den Platz nicht so mega mega, weil wir haben halt keinen Ausblick. Aber irgendwie ist es trotzdem cool. Und in der Früh von Sonne geweckt zu werden, ist schon mal nicht verkehrt. Was sagt der schöne Mann? Ja. Bist du ready? Ja, passt schon soweit. Mal sehen, wie es heute geht. Gestern einen kleinen Sturz gehabt, aber sonst... Ja, der Daumen ist dick. Zeig mal den Vergleich zum anderen. Ja, sieht man schon. Also ein bisschen, ja. Mal sehen. Aber ich muss ja nicht schalten mit der linken Hand, deswegen funktioniert das, glaube ich. Ja. Genau, weil wer bremst, verliert. Genau. Hoffen wir, dass ich ihn dann überhaupt aufs Video drauf kriege, weil ich werde wohl schon ein wenig bremsen. Das Zentrum von Lugano ist quasi ausgestorben. Jetzt ist er im Koop verschwunden und behauptet, er bringt irgendwas, was ich lieben werde. Wehe, wenn nicht, weil warten mag ich schon mal so gar nicht. Und dieser Koop ist riesig, das kann jetzt ewig dauern, fürchte ich. So, ich muss gestehen, das ging jetzt relativ schnell. Ich weiß noch nicht, wie wir das alles auf Tour nehmen sollen. Aber gut, wir werden es gleich erleben. Ich trinke alle, das sind die absoluten Besten. Uphill läuft. Dadurch, dass wir die Tour von Martin und Vicky nachfahren, haben wir keine Ahnung, wo es uns hin verschlägt. Aber Überraschungsmoment ist manchmal auch ganz cool. Gestern voll bepackt, tolle Limse. Voll bepackt mit dem Kakao. Ah, stimmt, du bist mit Brot bepackt. Also das, was ihr immer reinlabern hört, ist tatsächlich die Komoot-Navigation. Gestern hat super funktioniert, heute bisher auch. Aber der Weg ist cool, das ist jetzt eine offizielle Radroute. Das sieht jetzt auch voll schön aus mit dem Dorf und dem Berg. Geil. Berg und Dorf. Berg und Dorf. Die Uphill-Skills gefordert. Folge dem Weg 400 Meter. Mega, die alten Mauern und Häuschen. Krass. Mit dem breiten Lenker nur. Ja. Jaudenzeit. Ein guter Landjäger vom Metzger, vom Heimischen. Und ein bisschen Brot. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Naja, oder 2 Emmy und ihr seid den ganzen Tag satt und müsst auf niemanden warten. Da reden wir schon. Die haben wir übrigens auch noch zu euch schon gar nicht. Können wir jetzt fahren endlich? Naja. Die besten. Also wenn ihr mal in der Schweiz seid, kaufen. Gibt es nur in der Schweiz. Das ist keine bezahlte Werbung. Währenddessen hier navigiert wird, machen wir mal einen schnellen Panoramaschwenk. Weil jetzt schaut es schon ein bisschen anders aus wie vorher noch. Hinterland quasi. Ich glaube ja, wir müssen da lang. Ja, war dann falsch. Nico war aber auch falsch. In Summe war es der mittlere Weg und wir dachten entweder links oder rechts. So kann es gehen. Naja, immerhin haben wir den Weg noch gefunden und wir dachten, das wäre nur so eine ganz, ganz kurze Abfahrt. Deswegen haben wir erstmal die Kamera gar nicht richtig drauf gespannt. Deswegen gibt es auch keine Aufnahmen von hinten. Aber wir haben dann schon gemerkt, der Trail ist länger als gedacht und so haben wir dann bald umgesattelt.
Übrigens war der Trail auch richtig cool, weil wir dachten ja eben, es geht nur so ein bisschen runter, aber denkst du, es ging komplett runter und hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Nur warum der Einstieg so mittendrin in der Alm ist, das wissen wir immer noch nicht, aber war auch wurscht, Hauptsache der Weg ist gut. Ich vermute ja, dass der Martin da noch so einen kleinen Extraweg dazu gefunden hat, weil da, wo ihr jetzt die parkenden Autos seht, da war dann auch wieder die offizielle Radroute. Und ja, da sind wir dann wieder weitergefahren, jetzt eben mit ummontierter Kamera. Aber dieser obere Teil vom Weg hat sich definitiv auch schon gelohnt. Also auf jeden Fall gut, dass der mit dabei war. Insgesamt war der Trail übrigens ziemlich easy und sehr flowig und so konnten wir den ordentlich runterbrettern. Ja, Nico wird jetzt dann gleich erzählen, dass er nicht so schnell fahren konnte wegen seinem Finger, aber ich weiß nicht recht, ob ich dem Glauben schenken soll, weil ich bin ihm nämlich kaum hinterhergekommen. Liegt aber dann vielleicht auch daran, dass ich keine Handschuhe anziehen konnte, weil einfach keine Zeit mehr da war. Naja, wie auch immer, genug der Ausreden. Ihr seht, cooler Weg, super Panorama. Was will man mehr? Aber vom Wetter her, um das jetzt nochmal einzuschwenken, da blenden mich nämlich gerade die Sonnenstrahlen an am Laptop, war es überhaupt geschenkt. Also blauer geht's nicht, wärmer geht's nicht und das für Anfang April mega, mega cool. Bisher war ich ja noch nie in der Gegend und kann nicht sagen, ob das immer so ist, aber Martin und Vicky hatten schon geiles Wetter die Tage davor, wir jetzt auch wieder, mega geiles Wetter, ein Tag besser als der andere und das, obwohl der Wetterbericht immer mal wieder Regen melden würde. Also entweder wollen die nicht, dass Touristen kommen oder ich weiß auch nicht. Irgendwas stimmt da nicht.
Straße. Ja, den ersten Trail-Abschnitt haben wir jetzt schon hinter uns gebracht. Jetzt machen wir noch so eine Schleife und kommen dann nachher wieder hier raus. Und der war schon mal super cool. Wir haben auch gar nicht mit so viel Abfahrt gerechnet. Bei uns schaut das so aus. Und wir fahren quasi einfach die Tour nach, die Martin und Vicky jetzt eben auch schon gemacht haben. Gestern haben wir sie ja noch ein bisschen verbessert. Na Spaß, wir sind halt um den ganzen See rumgeeiert, was aber echt ein cooles Erlebnis war. Und heute machen wir eigentlich im Großen und Ganzen das Gleiche, was die schon gemacht haben. Genau, und so ein bisschen mit Halbgas, mit dicker Hand. Deswegen entschuldigt das Halbgas beim Fahrradfahren. Next Level, Trail Uphill. Mit dem E-Bike natürlich geil. Auch schon wieder eine geile Aussicht. Bam! Also du musst es auch so hindrehen, dass die Zuschauer es sehen. Das sehen sie schon, keine Panik. Auf der Runde ist es echt witzig, weil sich das Panorama dauernd so ein bisschen verändert. Jetzt wieder so richtig, also gar nicht mehr nach See aus. Ah, Freeride in den Schnee. Ah, ist krass, weil es ist so warm. Ui. Nein! Ui. Oh, ich bin ein Opfer. Oh, geil. Krass, glaubt man gar nicht, dass hier Schnee noch liegt, gell? Uh-uh. Oh, jetzt geht's doch wieder ganz schön rauf am Trail. Jetzt hat sich uns dieser Blick aufgetan. In echt ist es mega eindrucksvoll. Ich kann nicht einschätzen, wie es am PC aussehen wird. Aber es sieht echt, echt geil aus. Das Eis ist... Wow, ist das glatt hier. Ja, das Gras ist echt. Huiuiui. War aber nichts, da gab es doch noch keine Abfahrt. So mussten wir noch mal ein Stückchen rauf, bis wir direkt zum Gipfelkreuz gekommen sind. Stückchen. Ja, gutes Stückchen halt. Mhm. Da gibt es schon wieder guten Ausblick, diesmal aber auf die andere Seite. Und ich denke mal, hier geht es noch für uns zum Kreuz vor. Da oben. Und es ist halt saugeil, weil wir sehen hier auf den See. Hier ist das Gipfelkreuz. Da kommt gerade der Nico. Der liebt Hunde über alles. Und da hinten sehen wir aber auch auf den See. Es ist echt ein cooler Aussichtsberg. Dafür, dass der eigentlich wieder gar nicht so hoch ist. Bergheil und so. Aber da ist keine Zeit mehr, gell? Bergheil, schöner Mann. Ja, Bergheil, schöner Hund. Ja, fein. Und damit ging es dann auch wieder ab auf den Trail. Übrigens war der eine große See ein anderer See, nämlich der Lago Maggiore. Und nur dieser kleine verzackte See, wo man noch ein bisschen gesehen hat, ist der See um Lugano rum. Also nicht, dass jetzt alle verwirrt sind. Ich dachte nämlich zuerst, muss ich gestehen, dass es ein und derselbe See ist, weil der ja auch so verwinkelt ist. Aber nein, zwei verschiedene. Umso cooler. Ich wusste gar nicht, dass die beiden Seen so eng beieinander sind. Aber gut, man lernt ja schließlich nicht aus. Fahren wir heute um den Gardasee? Nein, um den Gardasee fahren wir schon mal nicht. Aber da würde ich mich besser auskennen. Naja, da werden wir schon mal wieder hinkommen. Der Trail war diesmal übrigens auch wieder eher leicht. Teilweise noch ein bisschen schneebedeckt, aber auch nur minimal. Und da war es halt noch ein bisschen nass, wo der Schnee gerade geschmolzen ist. Aber sonst ist im Moment alles super, super trocken und macht richtig Laune zum Fahren. Du kannst aber auch da abkürzen, wir müssen dann ja eh links drüber. Ah ja. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich. Diese Klickschuhe, die haben ja Aussparungen, wo man die Klickies reinschraubt. Dementsprechend sind die aber leider auch nicht so richtig dicht. Im Herbst fahren wir sonst mit so Gore-Tex-Klickschuhen. Da ist die Sohle komplett zu und man schraubt das Klicki aber dann noch oben drauf. Jetzt habe ich schon die normalen Klickschuhe, die haben eben ein Loch drin, also wirklich ein komplettes Loch. Da kann man dann von innen noch so ein Isolierband oder so draufkleben, das löst sich aber natürlich mit der Zeit und dementsprechend wie die Katze zum Wasser, sobald man in eine Pfütze oder eben in einen Schnee reinsteigt, dann ist die Sohle auch schon nass innen. Ja, und wenn es dann kalt wird am Abend, dann hat man kalte, nasse Füße. Das macht keinen Spaß. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch kennt. Ist ja nicht so, dass man nicht trotzdem fahren würde, aber es ist eben nicht fein. Kannst du ja mit dem Handstand durchgehen. Ja, und dann, wer schiebt mein Fahrrad? Naja, diese Tipps sind nicht wertvoll, leider.
Martin und Vicky haben da übrigens so wasserdichte Socken aus Amazon bestellt. Die kosten, glaube ich, 25 oder 26 Euro. Ich muss aber gestehen, ich habe die auch rumliegen, aber noch nie ausprobiert. Deswegen kann ich nicht mitreden, aber die schwören da drauf. Die sagen immer Packliste und wasserdichte Socken. Und ich denke mir jedes Mal, ja, ja, bis jetzt habe ich es auch ohne überlebt. Aber es kann nicht so schlecht sein, weil sonst würden die ja nicht auf jeden Gipfel der Welt mit hochziehen. Wer jetzt ganz genau hinhört, der hört wieder so ein bisschen ein metallisches Geklappere. Und diesmal waren es leider nicht die Steine, sondern eher meine Felge, die auch die Steine geschlagen hat. Denn die Luft im Hinterrad wollte nicht so ganz halten. Aber ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, dass ich hinten einen schleichenden Platten habe. Ich muss zumindest mal kurz fühlen. Es fühlt sich ganz blöd an. Bin ich mir das eine? Scheiße. Ja, so war es dann leider auch. Und das Dumme bei diesem Eddy Current ist, dass der echt extrem krass auf dem Felgenbett drauf sitzt. Frag mich jetzt nicht, warum. Ich verstehe das sowieso nicht, warum die Schwalbereifen in letzter Zeit so, so schlecht runtergehen. Früher war das ja ganz easy. Mittlerweile, weiß ich nicht, braucht man dafür fast eine Werkstatt mit 3 Hebebühnen und Zangen. Am liebsten hätte ich ihn runtergeschnitten, aber es hilft ja nichts, weil er muss ja dann auch wieder drauf. Ich hatte dann diesmal noch das Problem, dass der Nico natürlich nicht so recht mithelfen konnte mit seinem dicken Daumen und so war ich selbst gefordert. Naja, geschafft habe ich es, gefilmt habe ich es euch diesmal nicht. War auch besser so, weil ich habe ihn in Summe 3-mal auf- und abgezogen, denn ich hatte einen geflickten Reifen dabei. Da habe ich nur ein Loch von 2 Schlauch, Zimmer. Nicht Reifen. Na gut, Schlauch, nicht Reifen. Dann musste ich ihn nochmal rausholen. Dann habe ich ihn, glaube ich, eingeklemmt beim nächsten Mal. Und dann habe ich den alten wieder eingezogen. Bei dem haben wir das Loch allerdings nicht gefunden. Und dementsprechend musste ich dann die Tour über noch 2-mal aufpumpen. Und jetzt steht er mit Platten neben dem Wohnmobil. Mist. Aber gut, dieses Desaster gehört wohl auch ab und an mal dazu. Jetzt habe ich die neuen Schläuche, nicht Reifen, im Rucksack wieder befüllt. Und so wird die nächsten Tage hoffentlich alles glatt laufen. Und wir werden mal ausprobieren, einfach mal ein bisschen Tubeless-Milch in den Schlauch zu schütten. Wer Erfahrung damit hat, könnt ihr mal drunter schreiben. Der Arsch! Hast du den nicht ins Gesicht gekriegt?
Währenddessen ihr uns beim Trailfahren zuschaut, habe ich noch ein paar Hard Facts für euch. Und zwar war die Tour 66 Kilometer lang und hatte 1730 Höhenmeter. Ihr könnt die Tour natürlich auch wieder auf unserem Blog finden oder ich verlinke sie euch auch hier in der Infobox. Dann könnt ihr direkt reinklicken und findet den Komoot-Link zum Nachfahren und genauerem Anschauen. Vom Akku her war es so, dass wir alles auf Eco gefahren sind und am Anfang sogar ohne Akku bis Lugano rein, bis es bergauf ging, weil Martin und Vicky haben schon erzählt, dass es relativ knapp wird vom Akku her. Dann haben wir fleißig gespart. Am Ende der Tour sah es dann bei mir so aus, dass ich mit 20% am Campingplatz angekommen bin und du mit 7. Mit 7. Ja, also gewichtsmäßig haben wir ungefähr 10 Kilo Unterschied und von dem her sieht man, dass es dann doch ein bisschen was ausmacht. Aber ich finde es immer erstaunlich, wie viel es eigentlich ausmacht, weil 10 Kilo klingt ja nach nichts, finde ich. Und in Summe dann doch mehr als 10% Akkuunterschied am Ende der Tour, finde ich wirklich immer erstaunlich. Natürlich würde sich diese Tour auch bio fahren lassen. Diese kleineren Uphill-Abschnitte im Trail sind dann wahrscheinlich ein bisschen tricky. Aber wer sich wirklich quälen will, kann auch die zum Großteil fahren, würde ich behaupten. Und der ganze Rest ist natürlich bio möglich. Da ist ja dann eher der Vorteil, dass man eben nicht aufpassen muss, ob der Akku reicht. Also wer Bock auf 1700 Höhenmeter bio hat, der kann das natürlich jederzeit machen. Leicht wie auch dieser Weg begonnen hat, hatte er dann doch noch ein paar bisschen schwierigere Stellen drin. Mag ich aber eigentlich ganz gern, weil nur Flow ist dann irgendwie auf die Dauer auch langweilig. Und von dem her habe ich euch das gerade mal noch reingeschnitten, weil hier wurde es dann schon wieder tricky. Aber für Leute, für die das nicht so interessant ist, wenn es zu schwer wird, das war wirklich nur ein Stückchen. Also das kann man dann sicher auch schieben und der Rest war sehr flowig. Runter bin ich natürlich ohne Antrieb gefahren und hier ist aber auf einmal Eco angewiesen. Als ich den ausschalten wollte, habe ich die Lichttaste erwischt. Naja, so schnell ist man erleuchtet. Ein Licht geht auf. Ja, wenigstens eins. Wir sind schon wieder fast mit der Dunkelheit zurückgekommen. Der Platten hat uns ganz schön aufgehalten. Und jetzt müssen wir uns beeilen beim Pipi sagen, weil... Es gibt Pizza. Ja! Und heute war alles ein bisschen langsamer. Einmal Platten, einmal Hand und so weiter. Aber wir sind gut durchgekommen und es hat mega Spaß gemacht. Viel Spaß beim Gucken. Ja, war ein mega Trail. Daumen nach oben nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!